Internetkriminalität ist eine wachsende Bedrohung für Bürgerinnen und Bürger. Mehr Sicherheit ist aber nur machbar, wenn der Internetnutzer mitmacht. Unser Konzept ist klarer, auch das digitale Bayern muss ein sicheres Bayern bleiben. Das sind große Herausforderungen, aber klar ist eben auch, die hundertprozentige Sicherheit kann der Staat nie garantieren. Und es ist zunächst immer der einzelne Bürger gefordert. Er darf nicht sozusagen auch die Daten seines PCs offen lassen wie ein Scheunentor, sondern muss sich da selber um seine Sicherheit kümmern. Wenn er dann trotzdem Opfer geworden ist, dann steht ihm die Polizei hier natürlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Der Innenminister startet eine Offensive und richtet neue Spezialeinheiten bei der bayerischen Polizei ein. Das Landeskriminalamt hat die Zentralstellenfunktion für die Bekämpfung der Cyberkriminalität in Bayern. Aber wir richten nun in jeder Kriminalpolizeiinspektion in Bayern entsprechend Kompetenz ein. Das heißt, überall gibt es dann Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei, die speziell auch kompetent sind in Sachen Cybersicherheit. Was sind die Handlungsschwerpunkte des Cyberkompetenzzentrums beim Landeskriminalamt? Zum einen wollen wir natürlich jetzt erst uns entsprechend konsolidieren. Das heißt, Expertisen aufbauen im Bereich Cybercrime. Wir wollen die Zentralstelle stärken, also wir wollen schauen, was läuft derzeit auf dem Cybercrime-Bereich weltweit, europaweit, deutschlandweit, bayernweit, um dann dieses Informationswissen, das wir dann gesammelt haben, auch den Kollegen draußen zur Verfügung stellen. Einfach um eine Wissensplattform zu kreieren, das alle in der Lage versetzt, das Phänomen Cybercrime entsprechend auch zu erklären. Und wie schützt sich Innenminister Herrmann, wenn er selber das Internet nutzt? Ich kriege natürlich viele Spams, dass automatisch alles abgeblockt wird oder gelöscht wird. Insofern konkrete Erkenntnisse darüber, dass ich schon Opfer geworden wäre, habe ich nicht. Bislang scheinen die Firewalls gehalten zu haben.